Endlich kommen die Restarts. Somit viel Spaß. 2 Nip gegen Anaxes. Großer Favorit natürlich weiterhin Nip. Ist klar. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich glaube sogar, dass Anaxes hier heute relativ gut überfahren wird. Mal gucken. Ich bin gespannt. Das interessanteste Spiel dürfte heute natürlich wieder mal Maus sein gegen Very Games. Gerade mit Neuzugang Scream sind nochmal alle Augen auf das neue Team gerichtet. Jeder will natürlich da wissen, wie gut sind sie schon, wie gut kann Scream sich in Szene setzen. So, Nip pusht Mitte runter mit Exist. Kriegen auch den First weg. Lobby eingenommen. Wissen somit schon mal Bescheid, dass Katzefüll aufgebaut wird. Aber nächstes über den Connector geschoben. Konnten da sich ein Frag ziehen. Waren jetzt Katze hoch. Aber am Neo noch einer. Get right, schöner Headshot. Boah, zweiten hinterher. Mitte unten wird auch gefightet am Connector. Und jetzt schaltet hier Nip den Turbo ein und rennt einfach rein in die Lobby. Im Katzenvorraum und holt sich auch den Glaive. Der übrigens letzte Mal auf Dust 1 nicht zur Stelle war. Sein PC war da irgendwie. Ne, sein Internet war, glaube ich, down. Musste irgendein Stand-in ran, von dem ich den Namen jetzt schon wieder vergessen hatte. Der war aber nicht so schlecht. Das ist aber auf jeden Fall wieder das vollständige Line-up. Freebird, Get Right, beide am B. Mir fällt gerade was im GUI auf, was mich ein bisschen stört, aber werde ich mir da mal aufschreiben. Ich finde, man erkennt schlecht, wen man gerade ausgewählt hat. Geht euch wahrscheinlich auch so. Klar kann man unten den Namen lesen, aber links bei den Health Bars halt nicht. Gehen zu B, wer ist da der Mittelspieler? Fifflam. Jetzt der Go, Friberg da aus dem Schuppen. Jetzt die Smoke. Boah, ich wollte gerade sagen, da ist Rainer durch gewesen. Boah, schön gemacht von der MSL. Hat Friberg ein bisschen schlecht aufgepasst. 2 gegen 2 Situation. Gleich mit der Bombe, legen hinten an. Boah, kriegt den Frag. MSL muss ihn machen, aber Forest steht. 2 zu 0 Nip, aber die Runde war knapp. Weil Friberg da viel zu weit vor ist, dann kurze Zeit, glaube ich, nicht die Leiter gedeckt hatte und dann konnte ein T sich hinten durchsneaken. Somit die Runde nochmal knapp gemacht. Trotzdem am Ende Forest gut gestanden. Bombe leider nicht geplantet, somit müssen die denen nochmal eine Eco einlegen. Friberg am Gitter. Sieht da nicht gut aus. Gebert hat auch die AE, glaube ich, nicht so geplant geworfen. Skatet sich ein bisschen durch die Map. Kann den Frag letztendlich aber doch setzen. Und pimpt da am Zaun. Das ist wirklich. Am Gitter ist wirklich unglaublich schwer, da durchzutreffen. Vor allem mit Pistol, glaube ich, ein Ding der Möglichkeit. Müsste man da mal irgendwie genau testen, ob das wirklich die Löcher Löcher sind oder ob da ein bisschen mehr sogar geblockt wird. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall erst der Quip und Nico mit Awe. Nip Katze anlegen, Forest unten direkt am Decken. Aber da kommt niemand. Alles frei. Es pusht auch vor. Schade, dass die Banks nicht aufgehen, aber Exist kann zumindest schon mal ansagen, dass der Katze was ist. B auch sehr schön vorgegangen, schon von Get Right. Und Fiflan hält die Mitte. Wenn er stirbt, wäre die Map quasi offen. Also eine wichtige Position jetzt bei ihm. Wird weggesmoked. Gute Entscheidung. So, und der Go Exist blind.
Boah, da musst du doch mal sterben. Pimp hat das mit dem Spieler gemacht. Jetzt die Flash nochmal aus dem Boden raus. Das hat er, glaube ich, nicht mal gerafft. So, Faust ist noch da drin gefangen. Catwalk wird mit unten geholt. Faust aus dem Loch raus, stirbt auch. Schöne Runde von Nightwix ist bisher. Die Flan verschießt auch schnell einen Schuss. Krass. Sehr, sehr gut gespielt von der Nexus. Perfekter Mitte oben die Smoke gegen die Arme. Und dann war es ein relativ leichtes Spiel, dort den Spot einzunehmen. Gute Fläche ist auch gegen Exist. Der war auf jeden Fall gut verwirrt, dass da einer im Loch noch... Oder... Moment mal. Das war doch Forest im Loch. Da war, wurde ich verwirrt. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall gut gespielt von Nexus. Vielleicht Mitte. Oh, schöner Gegner E gegen Forest. Kann auch den ersten setzen. B ist auch offensiv. Forest kriegt den zweiten. Oh, so schnell kann es gehen. Nip lässt sich da wirklich nicht aus der Ruhe bringen. Entscheiden sich direkt nach einer verlorenen Runde offensiv zu pushen. Die Konfidenz muss man natürlich erstmal haben. Oh, schön ins Loch reingeschoben. Wirklich. Oh, krasse Runde von Nip. Direkt aus einer verlorenen Runde. Wieder eine Runde für sich gemacht. Mit nur einem Mann Verlust. Tja, und wird wohl auch die Eco bedeuten bei Annexis. Wie direkt die Comments kommen. Annexis gewinnt gegen Nip. Annexis unschlagbar. Ja, auf jeden Fall. Also die sieht nicht gut aus. Forest geht zur Stelle. Drückt durch. 1, 2, 3, 4. 5 kriegt er leider nicht. Den schnappt sich für Flan. Schade. Ace hätte ich ihm gegönnt. Aber ist krass. Ein Nip-Spieler fällt, macht fast kein Damage und dann steht Forest dahinter. Hält einfach rein und klärt die Eco. Sichert sich 4 Punkte auf seinem Score-Konto. Ne, sogar 8. Pro Kill kriegt man ja 2 Punkte. So, mal schauen. 3 links, 3 rechts. Oh, mit unten habe für Flan angelegt. Oh, schönes Smoke. Den Move haben wir gestern schon von Kerrigan gesehen. Und hier bei für Flan ging er auf. Kerrigan konnte da gestern leider keinen Frag ziehen. Gibt halt wieder dort offensiv. Sein Mate jetzt am B gestorben. Aber Gadget hat da jetzt. Ja, Gitter ist nicht safe. Da müsste für Flan noch aufpassen. Wäre fast besser, wenn Getright da weiter vorgeht. Sie spottet auch immer weiter. Oh, und Faust wieder unten durch. Wartet da aufs richtige Timing. Kann natürlich auch die Steps ansagen. Und ist vor, kriegt einen. Zweiten. Jetzt müsste Faust raus. Schön gespielt von ihm. Exist macht ihn aber trotzdem. Und jetzt die letzten beiden Richtung B werden gleich auf Getright treffen. Der hier leider wieder nur am Durchdrücken ist. Boah, aber Forest von hinten kriegt sogar beide. Und diese Goat for Legs nerven einfach mal wieder unglaublich. Aber gut. 6-1 Nip zeigen hier auf jeden Fall, wer der Mann im Haus ist. Der Mann auf DEMLB 2. Mit der Eco. Schieben auch alle zu Freeberg. Oh, für Flan schiebt rüber. Oh, Cat wird auch am helfen. Und pimpt noch am Gitter mit Eagle. Kriegt. Nee, keine Chance. Wird eh von allen Seiten abgamed. 7-1 die Führung für Nip. Das geht auch hier relativ fix über die Bühne. Natürlich auch erwartungsgemäß. Trotzdem, die eine Runde von Nexus war richtig gut. Wenn sie sich jetzt nicht weiter pushen lassen und die First Wax nicht kassieren, können sie auf jeden Fall noch ein paar Terrorrunden holen.
Peter aggressiv Katze. Contacten sich damit A bevor. Unterdessen aber schon B relativ weit vor. Get Right wieder dort am Pushen. Ich wäre eigentlich gerade den Spieler, der da allein am... Pimp ist das. Okay, jetzt hier dort. Oh, trifft gleich auf Fiflan, oder? Nee. Nico konnte den ersten machen. Oh. Porus, Get Right aber nach oben. Oh, schöne Frags von MSL. B ist somit frei. Pimp könnte natürlich jetzt von hinten kommen. Freeberg noch auf Spot. Close Posi. Kriegt ein. Boah, schön. Hält mit Dauerfeuer durch. Jetzt sind beide schon am Spot. Jetzt muss Nico auf Pimp warten. Pimp muss da jetzt was machen. Und holt den ersten. 1 gegen 1 gegen Freeberg. Der weiß natürlich, wo er kommt. 3 Sekunden. Das geht noch halbwegs. Boah, Freeberg pusht richtig weit weg. 25 Sekunden. Pimp muss dann natürlich alles checken. Das kostet Zeit. Kann sich aber fast sogar denken jetzt, wo er ist. Fast vielleicht gar nicht so eine gute Posi. Bombe gepickt. Oh, deckt nochmal nach hinten. Oh, er bricht ab. Oh, und Pimp macht's. Schöner Spray. Gut verschossen von Freeberg da aber auch. Vielleicht nicht perfekt gespielt. Trotzdem Pimp da die Runde am Ende noch entschieden. Im 1-on-2. Nexus hält sich somit noch ein bisschen im Spiel. So, bauen jetzt mal relativ zügig Mitte auf. Merken auch, Nip ist nicht offensiv. Freeberg jetzt allein den B. Ja, nee, Get Right ist doch noch da. Sah gerade nicht so aus. Das wird wohl wieder ein Mitte-Katze-Split. Oder auch nicht. Doch, müsste eigentlich, die Bombe ist da. Deckt er nur nach hinten. MSL First Weg gesetzt an der Katze. Mitte oben auch bekannt. Da kommt die Smokes wieder. Ich sehe schon eine Go bisher. Get Right kommt noch aufs Spot, moved in die Smoke aus. Oh, schön gespielt von Get Right. Richtig stark. Oh. Aber Nico mit extrem krassen Frag mit der Ave. Sowas habe ich ehrlich gesagt noch nicht hinbekommen. In 1-6 geht sowas, aber ich finde in Go solche Close Distance, solche Short Range AWP-Schüsse finde ich schon ziemlich sick. Oh, noch einen. Den versemmelt er. Der muss doch mal sterben. 1 gegen 1. Und Clave macht's. Mit 4 HP überlebt er dort. 2 Runden in Folge für Anexis. Ganz, ganz, ganz stark. Aber auch richtig gut gemoved von Get Right. Da die Smoke quasi gedodged. Einfach rechts lang gemoved. Anexis war noch nicht oben. Er wurde noch mit dem Frag belohnt. Und ist dann, glaube ich, sogar noch auf Spot geschoben. 7 zu 3. Und das Geld wird knapp bei Nip. Sollte Anexis die Runde jetzt holen, könnten sie vielleicht sogar sparen. Oh, X ist Mitte unten, also Nip jetzt wieder extrem aggressiv, schalten immer direkt um. Also man kann irgendwie echt schon davon ausgehen, wenn Nip eine Runde verliert, nächste Runde sind sie offensiv. Das scheint irgendwie auch so geplant zu sein. Flash für Get Right, da steht aber noch keiner. Sind noch alle hier unten versammelt und Pimp extrem defensiv. Deckt wirklich nur ab, damit keiner von hinten kommt. Oh, hätte jetzt... Ne, hat kein gutes Timing. Nico contactet sich Katze. Oh, oben im Eck aber aufpassen. Oh, wie sie alle dahin zielen. Oh, nein. Schade, dass er nicht mit Prefire rumgeht. Oh, die AE wird auch sitzen. So, Pimp jetzt auch Mitte angesagt. Und Get Right... Dann mit Freeberg machen auch beide die Frags. Nur noch Pimp über Mitte. Einen macht er vielleicht noch. Oh, schöner Headshot. Nice. Den zweiten macht er auch. One-on-one gegen Assist. Und er ist Mitte unten. Smoke hat er, glaube ich, nicht. Liegt auch leider keine mehr. Wird schwer. Wird er direkt legen? Ja. Er hat keine Ahnung, wo Assist ist.
Er lässt nur spekulieren, er geht auf Frag und Exist duckt sich vor, geht da dem Pre-Aim von Pimp aus dem Weg, den er natürlich auf Kopfhöhe aimt. Oh, schön gespielt von Exist, trotzdem auch nochmal schöne Headshots von Pimp. Schade, dass es hier nicht für 3 Runden in Folge gereicht hat. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Nip eine Eco hätte machen müssen. Dann stände es 4-7, 5-7 hätten sie, ach 5-7 wären sie da rangekommen. Und das ging Nip auf Mill ist schon okay. Treffen auch alle recht gut, muss man sagen. So, stattdessen jetzt halt Annexes mit Eco. Freeberg im Zusammenspiel keine Probleme bei ihnen. Pimp sucht da den Gegner und hat ihn erst ganz spät gesehen. So, Geld wieder da. So, theoretisch müsste Nip jetzt einfach an ihrem Standardaufbau festhalten. Auch. Smoke von Forest Mitte. 4 Mann bauen die Lobby auf. Oh, dann kriegt den ersten. Oh, Exist schießt heute nicht gut genug, finde ich. Forest hat auch die Mitte, kriegt ins Gesicht von Nille. Der stirbt auch. Und wieder ist es Pimp. Gegen 3. Wurde aber schon gespottet. Bombe ist auch dort. Hätte sich vielleicht schnell holen können. Oh, die HE. Saß noch, aber halt zu spät. Ah, wieder war die Runde so schnell vorbei, wie sie angefangen hat. Ich würde mal kurz interessieren. Gibt's gerade keinen englischen Stream oder sind es alles Deutsche bei mir drauf? Ich sehe jetzt nicht unbedingt Englisch chatten. Wenn es alles deutsche Viewer sind, das freut mich natürlich. Eco, Nip. Also Nip ist schon eins der Teams, die mit die gegen Ecos einfach am souveränsten auch aussehen. Aber das muss man natürlich auch. Solche Runden sind fast immer geschenkt. Was ist geschenkt, aber so ein bisschen Geschenke sind sie schon und man muss die Geschenke halt auch annehmen. Und wenn man das macht, wenn man die Runden immer holt, dann baut sich natürlich auch so ein Polster auf. Über Mitte. Wieder so ein. So wieder groß gehen. Also. Sie wollen, glaube ich, auch wieder die Mitte anspielen. Das ist nochmal ein ESEA-Logo. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Oh. Warte, wie viel haben den denn bitte gesehen? Oh, er kriegt sogar seinen zweiten. Und seinen dritten. Alter, krasse Runde von ihm. Der trifft auch mit Ave. Zunehmend besser, muss man sagen. Spielt eine schöne Arbe heute. Boah. Lol. Direkt Hits gegen Fiflan. Das können sie noch holen. Oh, aber Get Right von hinten. Get Right von hinten. Passt Nico auf. Oh, er passt nicht auf. Naja. Schade, Mann. 12-3. Runde war, also Halbzeit war aber eigentlich ganz okay. Schade wirklich, dass sie vorhin diese eine Runde nicht geholt haben. Sonst hätten sie nochmal locker 5-6 Runden holen. Also 5 mit ziemlicher Sicherheit holen können. So ist es nur bei 3 geblieben. Womit man, denke ich mal, aber auch relativ zufrieden sein kann. Wie gesagt, so eigentlich war es eigentlich manchmal nicht. Da die Pushes von Nip waren schon ziemlich stark. Aber mal schauen. Vielleicht können sie ja auch die CT-Pistole holen. Wer soll bald LAN spielen, Andrew? Also, Annexes ist, glaube ich, bald auf LAN.
Hier diese HK-LAN in Dänemark. Da sind, glaube ich, auch alle namhaften dänischen Teams am Start. Dort sollte Anexus auch vertreten sein. Das ist, glaube ich, die nächste LAN. Epsilon ist, glaube ich, nur Frankreich. Der Epsilon. Oh, schöner Push von Anexus. Kriegen auch den ersten. Ah, MSL hat er auch gespottet. Zusammen mit Glaive. Aber einer im B-Haus. Wissen Sie das? Ich hoffe es mal. Oh, die HE über Bande. Oh, schöner Hedge von Forest. Sind jetzt auf Spot drauf. Anscheinend wissen Sie es, Nico. Oh, schön kann die Flex setzen. Jetzt der Retake. Oh, Nille, Nille von hinten. Schöner Headshot. Forest letzter am Schuppen. Schuppen auch. Sehr schön. Genau das, was ich mir erhofft habe. Anexus sichert sich die Pistole. Oh, aber kein Kit. Das ist riskant in der Pistole, muss man sagen. Also ein Kit sollte schon immer dabei sein pro Team. Aber pro Spot kann man sich drüber streiten, aber eins auf jeden Fall. Einfach enorm wertvoll, sowas. Wenn es wirklich mal ein bisschen länger dauert im Retake. Aber sonst schön gespielt von Anexus. Guter Push. Haben sich was getraut und hat sich auch ausgezahlt. Natürlich Eco bei Nip. Bauen ja auch Richtung B auf. Deckt MSL, Glaive und Pimp am Gitter. Also er sollte nichts anbrennen. Ah, da wird ein bisschen auf Smokebug spekuliert. So, Mitte gibt es noch das Duell. Damit sind abgelenkt. Oh, schöner HE gegen Friberg. Nice von Pimp. Also, wie lange sich Nip hier Zeit lässt. Drei Sekunden. Selten so eine langsame Eco gesehen, muss ich sagen. Oh, endlich auch die Bombe down. Glaive geht auf den Rack. Oh, ein HP. Mit einem HP. Alter. Wieder nur einer verloren. Das geht. Ne, Moment. Das war die erste Equip. VIP gibt es natürlich auf deiner Szene-Seite des geringsten Misstrauens. Schöner Push von Anexus. Burstrap bekommen. Oh, nice von Nico. Nip auf jeden Fall gut zurückgedrängt. Gatrat kann da nichts machen. Schieben jetzt auch zum Mate. Frage ist, ob MSL die Steps ansagen kann. Komplett dicht. Es sah gerade so aus, ob er nur in der Mitte ist, aber er ist wirklich hier drin. Sollte aber ein bisschen so. Er hat null Support. Alle sind hier am Großen. Keiner hilft ihm irgendwie hier. Oder steht noch hier irgendwie am B. Die Smoke hilft ihm natürlich jetzt enorm. Also da ist schon jetzt noch ein paar Sekunden lang alles gecovert. Trotzdem finde ich, dass einer auf jeden Fall mal irgendwie noch Mitte schieben sollte. Weil wenn MSL jetzt da keinen mehr macht. Schön, kriegt aber noch einen. Nip hätte sich da vielleicht noch ein bisschen länger Zeit lassen sollen. So, jetzt sind sie endlich am Schieben. So, jetzt ist er gestorben. Nico verschießt nochmal. Oh, Nille kommt hinten über den Abgang hoch. Also B sollte nichts abbrennen. Ah, Nille ist sich da gerade nicht sicher.
Jetzt gibt's Mitte hoch. Pimp hört das. Schön. Oh! Nice, Pimp. Starker Headshot. Der letzte vor allem. Hätte ich nicht gedacht, dass er den noch setzt. Gute, gute Runde von der Nexus. Scheint ja auf der Map sich schon ganz gut auszukennen. Schönes Opening gehabt. Auch dieser AWP-Move mit darunter. Hat also auch bei denen geklappt. Also, ob ich Caster-Settings habe? Wirkt, als gäbe es ein Info-Delay. Was ist ein Info-Delay? Weiß nicht, was du meinst. So, wieder zu dritt am B, oder was? Also schon krasser Fokus, den sie auf B legen. Soweit Glaive jetzt auch hinten ablenkt. Also das ist sehr schönes Deckung. Oh nein, warum zeigt sich MSL auch noch? Okay, es ist eine Eco, von daher passt das. Aber trotzdem war es eigentlich unnötig, dass MSL sich da zeigt, wenn sich da hinten schon einer an den Treppen offenbart. Schön. War der letzte auch noch tot. Also, die Ideen kommen ran. Die kommen ran. 7-12. Nip sieht gerade keine Sonne. Auch wenn man mal die Frag-Counter anschaut. 0-0-4. Bei Viflan, Exist und Freeberg. Einzigen, die euch schon mal umgeschossen haben, sind Getred und Forest. Und langsam, aber sicher wird's brenzlig. Mal gucken. Viflan mit Gegen-AWP. Diesmal auch alle Lobby da aufbauen. Nexus pusht aber auch wieder Mitte. Oh, Freeback den ersten. Oh. Diesmal geht der Push nicht auf. Get Red noch Lobby. MSL hat noch eine nette Posi. Pimp muss A schieben. Also B ist safe. Oh, aber Nille ist, glaube ich, im Loch. Oh, das ist nicht gut. Kannst du natürlich auf Timing spielen, aber so blind. Oh, Pimp lackt sich noch ein durch die Smoke. Wenn jetzt noch eine Flash kommen würde, leider hat nur Nille eine. Oh, Nip müsste das eigentlich gesehen haben jetzt, dass das Loch offen ist. Wie gesagt, wenn eine Flash vom Mate kommen würde, könnte er fast Schacht raus. Er wartet natürlich noch auf das richtige Timing. Und Nip hat keinerlei Fokus drauf. Jetzt die Flash dasselbe von Nille. Auf Spot eingesehen. Schöner Push von MSL. Guck drauf, Spot. Boah, schön von Nille. Er weiß, wo der Letzte ist. Weiß, dass es AWP ist. Hat ihn gesehen. Smoke liegt nicht so gut. Und er hat Kit. Er hat Kit. 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1. Und er schafft's. Easy peasy. Easy peasy. Lemon squeezy. Der Diffuse für Anexis. Bringt auch die Arme für Nikon mit. Sehr schön. Auch wenn es vielleicht nicht perfekt gespielt war, der am Loch. Vor allen Dingen, er hat sich... Also er flecht selbst raus und dann... Wirft dann nochmal die HE. Bisschen unnötig. Auch ein kleiner Fail bei Pimp. Da kam wohl die Ansage nicht genau an, dass da wirklich 2 auf dem Spot sind. Aber trotzdem, Runde noch gerettet. Sieht doch relativ gut aus. So, Anexis traut sich was. Pushen hier Katze. Boah, aber Get Right gesetzt den ersten. Aber Nico wollte da fürs Vergehen mit Ave. So, sind sie ganz zu zweit offensiv. MSL. Oh, wo steht er denn? Okay, nette Posi. Oh, das wird interessant. Nein, der schlägt. Ah, wenn er da wartet. Warum geht er aber auch vor? Oh, aber Pimp. So ein krasses Spiel heute, der Junge. Sehr, sehr, sehr stark. Freeberg gegen 2. Er hat die Bombe. Oh, Pimp. Alter, der Junge. Er sieht vielleicht nicht aus wie ein Pimp, aber auf dem Server ist es andermal. 10-2 Stats. Trickt hier sein Team auf jeden Fall gut durch. Sack hat schon nach der verlorenen Runde aus, aber er dreht es einfach nochmal. Und sie kommen wieder ran, also weiter ran. 9-12, Nip noch keine einzige Terrorrunde geholt. Können jetzt allerdings kaufen, durchkaufen. Ich meine, sie haben noch ein Polster von 3 Runden. Aber das ist natürlich auch irgendwann ausgeschöpft. Forest macht jetzt einen auf Forest an der Katze. Ach, und
sogar den ersten. Oh, wie viel Schaden sie da aber auffangen. Werden gut weggeflecht in der Katze. Oh, jetzt gehen sie aber Mitte hoch. Schönes Preamp von Exist. Oh, MSL kriegt aber auch direkt Shots. Und Alexis, Glaive ist ins Loch. Diesmal müssen sie da aufpassen. Das müsste auch die Runde für Nip sein. Auch wenn sie HP-technisch relativ ähnlich sind. Was? Glaive hat er noch einen bekommen? Wieso geht der da runter? Unverständlich irgendwie von Forest. Oh, aber der Terror davon hat eine gute Position. Das war mir irgendwie fast klar, dass es Getrad ist. Weil er lässt den ersten sogar durchlaufen. Ach, nice. Stark gespielt von Getrad. Kann man nicht anders sagen. Perfekt gemacht von ihm. Und somit auch die erste Runde für die Schweden. Ich hoffe aber, Anexis bricht jetzt dadurch nicht ein. Lassen sich davon nicht unterkriegen. Das ist auch krass irgendwie, ne? 9 Runden in Folge gewonnen. Ne, 6 Runden, sorry. Und dann gerade noch so Geld, um hier nochmal zu kaufen. Spricht natürlich auch für Nip, dass die Runden jetzt nicht unbedingt deutlich waren für Anexis, sondern schon immer recht knapp. Aber das kann mir nur recht sein, so, denn so bekommen wir ein relativ spannendes Spiel. Ah, wo ist jetzt der Fürst weggefallen? B, glaube ich. Oh, Nille wieder unten rum. Kommt jetzt hier hinten am Abgang hoch. Aber Nip wieder Richtung A unterwegs. Eine Katze. Oh, schön, Glaive auch mit aber am Schlitz gezielt. Nico hält die Mitte. Zusammenspiel mit... Oh, mit Glaive. Oh, jetzt Mitte hoch. Spot gefallen. Jetzt wird's kritisch. Lim muss da Gas geben. Wo ist Pimp? Auch noch am Gitter. Oh, wenn jetzt Retake über Katze würde ich spielen. Und da wird abgedeckt unten. Oh, das ist natürlich schwer jetzt, da gegen die Arbe vorzugehen. Deswegen werden sie jetzt alle über Mitte. Friebeck kann da einsetzen. Die Smoke liegt natürlich gut für Nip. Safen wäre fast angebracht. Und das tun sie auch. Ach, bitter. Nip 2 Runden in Folge. Somit 14 zu 9. So, nochmal ein letzter verzweifelter Push mit Max 7. Oh, da gab es die Flash von hinten. Oh, und alle Alexis-Spiele, auf die ich jetzt switche, sind blind gewesen. Ja, MSL nimmt noch einen. Beide aber am B. Spot schon drauf. Also da wird nichts anbrennen und es ist auch vorbei. Also die Runde haben sie auf jeden Fall verloren und die nächste auch. Denn Geld war da auch nicht vorhanden. Somit GG, Kratz an Nip, 16 zu 8. Ne, pardon, 16 zu 9 konnten sie das Spiel nach Hause schaukeln. Dennoch Anexis hat sich ganz gut präsentiert, vor allem als CT-Terror waren auch ein paar gute Runden dabei, ein paar gut gespielte. Da können sie auf jeden Fall drauf aufbauen. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie als zweites auf Mill ran müssen, aber können da auf jeden Fall mit breiter Brust ihrem nächsten Gegner begegnen.